Bei allem gibt es Rückfragen. Kann denn der Mitarbeiter nicht mal irgendwas alleine machen? Die einfachsten Dinge laufen nicht, ständig passieren Fehler. Wenn das bei Ihnen als Führungskraft öfter mal zum Tragen kommt, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwie Sie verlieren sich im Tagesgeschäft und Sie können sich auf Ihre eigentliche Führungsaufgabe nicht wirklich konzentrieren oder möchten es einfach besser machen und das Betriebsklima wirklich stärken, die Mitarbeiter mehr motivieren und Ihre Firma und Ihr Team wirklich voranbringen, dann habe ich hier einige sehr, sehr wertvolle Tipps für Sie, die ich in diesem Video mit Ihnen bespreche. Vier praktische Tipps und Schritte, wie Sie Ihren Führungsstil wirklich sofort und nachhaltig verbessern können. Da gibt es einen schönen Spruch am Anfang: Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist relativ negativ formuliert. Mir gefällt die positive Formulierung deutlich besser. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Das gilt insbesondere in dem Zusammenarbeiten im Unternehmen zwischen Führungskraft und seinem Team und in ganz besonderem Maße eben, wie geht man miteinander um entsprechend. Das heißt, Mitarbeiter können sich ja ihre Führungskraft in der Regel nicht selbst aussuchen, sondern sie werden vor der Nase platziert. Möglicherweise hat auch einer, der früher mal Kollege war, jetzt den Karrieresprung geschafft, wird jetzt Führungskraft, ganz neu im Thema. Wie gehe ich also damit um? Wie bekomme ich trotzdem ein richtiges Leadership hin, dass die Leute mir folgen, dass ich vorne weggehe und wir unsere Teamziele und unsere Unternehmensziele wirklich erreichen können? Also man muss miteinander einen Weg finden, um wirklich Spitzenleistungen als Team voranbringen zu können und damit auch einen wertvollen Beitrag zum gesamten Ergebnis zu bringen. Diesen Weg zeige ich in diesem Video. Also bleiben Sie dran, wir gehen diese vier Schritte jetzt gemeinsam durch. Es lohnt sich also wirklich, weil es sofort Wirkung zeigen wird. Erster wichtiger Punkt ist das Thema Selbstreflexion und Mindset. Da geht es wirklich um Sie selbst. Das können Sie auch zu Hause sich wirklich mal überlegen. Welche Werte sind mir denn wichtig? Welche Ziele möchte ich denn mit meinem Team wirklich erreichen? Und dazu habe ich vielleicht vier Vorschläge, die ich auf näher eingehen werde. Das erste ist das Thema Respekt. Das zweite ist das Thema Entfaltung. Das dritte ist das Thema Sinn und Sinnstiftung. Und das vierte ist auch Freude und Spaß an der Arbeit. Und durch diese vier Punkte gehen wir jetzt ganz kurz durch, um dann den ersten großen Block auch wirklich abschließen zu können. Also dranbleiben, wir gehen jetzt der Meinung nach diese vier Punkte durch. Das Thema Respekt. Mindset zum Thema Respekt. Gehen Sie davon aus, wir alle sind freiwillig in diesem Unternehmen. Sklaverei ist zumindest in der westlichen Welt ist kein großes Thema mehr. Niemand ist hier in Ketten an seinem Arbeitsplatz festgenagelt. Jeder könnte grundsätzlich morgen kündigen. Und bei einem schlechten Führungsstil und bei einem schlechten Betriebsklima wird das auch passieren. Also, wir wollen gemeinsam etwas erreichen, was jeder Einzelne für sich alleine eben nicht erreichen könnte. Das ist so die Grundbasis, die Grundvorstellung, mit der ich auch mein Unternehmen führe und mein Team wirklich zu einem hochperformanten Team gemacht habe, damit wir da wirklich rankommen. Wir sind alles mündige Bürger und wir sind keine Kleinkinder. Das heißt aber auch in der Art und Weise, wie ich kommuniziere mit meinen Mitarbeitern, ich muss sie behandeln wie mündige Bürger und nicht wie Kleinkinder. Ein direktiver Führungsstil, so direkt als der große Generaldirektor und ich bezahle doch die Mitarbeiter dafür, dass sie XYZ tun, diese Zeiten sind vorbei und mit diesem Führungsstil werden sie auch kein Hochleistungsteam mehr formen können. Das heißt, wir müssen mit unseren Mitarbeitern so umgehen, wie wir selbst auch als mündige Bürger umgehen möchten, also dass man mit uns umgeht entsprechend, das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Mindset-Entfaltung, was meint das wirklich? Also kein Mitarbeiter steht ja früh morgens auf und sagt, ja, heute mache ich ganz besonders viele Fehler. Heute mache ich mal alles richtig, schauen, dass es schief geht, weil ich Bock drauf habe. Nein, das wird ja keiner tun, sondern jeder will ja ganz grundsätzlich intrinsisch sein Bestes geben und auch wenn es nicht immer gelingen mag. Also Fehler passieren, sind wir uns völlig einig. Und es gibt genügend Fehler, die vermeidbar sind und genügend Fehler, wo man zu guter Recht sagen könnte, pass halt bitte mal auf. Das muss doch jetzt nicht sein, dass da irgendwas, was man schon tausendmal erklärt hat, wirklich schief geht. Also diese Fehler und dieses ganze Thema führt aber in eine gewisse Resignation auch, dass also viele Mitarbeiter sich dann irgendwann einrichten, dann nur noch Dienst nach Vorschrift machen und ähnliches, aber das lässt sich mit einem guten Führungsstil wirklich auch aufbrechen. Also da kann man eben sagen, habe ich als Führungskraft alles Notwendige dafür getan, um einen Arbeitsplatz, ein Arbeitsumfeld einzurichten, in dem diese Fehler eben vermieden werden. Das abstrakte Hinweisen, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat XYZ falsch gemacht und müsste das doch wissen, das bringt uns leider nicht weiter. Auch wenn es vielleicht berechtigt erscheinen mag, es bringt uns nicht wirklich weiter.
Dritter Unterpunkt von dem Thema Mindset ist die Sinnstiftung und der Sinn. Also warum machen wir etwas? Warum gehe ich auf die Arbeit? Warum bin ich motiviert, überhaupt diesen Job zu machen? Wie trägt mein Arbeitsergebnis zu einem sinnstiftenden Tun meines Unternehmens wirklich bei? Und kennen ich und mein Team den Sinn dieses Tuns? Ist es also wirklich klar kommuniziert, eben abgeleitet aus der Unternehmensmission und Vision? Auch dazu machen wir ein entsprechendes Video, wo wir das Thema Unternehmensleitbild, Mission und Vision wirklich nochmal genau aufgreifen, genau erklären, wie man da zu einem guten Thema kommt, was wirklich motiviert und die Leute mitzieht. Wenn das nicht da ist und das nicht wirklich kommuniziert und verstanden worden ist, dann wird es wirklich ganz, ganz schwer, dieses sinnstiftende Element in der guten Führung entsprechend zu etablieren. Da müssen wir also herangehen. Auch das wird noch weiter Teil in diesem Video sein, wie man sowas wirklich kommunizieren kann, wie man an die Sache wirklich rangehen. Bleiben Sie also auf jeden Fall im Video. Das Thema Mindset, Spaßfaktor. Wird in meinem Unternehmen, in meinem Team auch mal gelacht? Gibt es mal freundliche Worte? Gibt es mal ein kleines persönliches Necken, was nicht zu verwechseln ist mit Mobbing? Mobbing geht überhaupt nicht, sondern einfach dieses nette miteinander zwischenmenschliche Umgehen. Gibt es persönlichen Austausch zum Beispiel? Wie wird über andere gesprochen? Wird wertschätzend über andere gesprochen? Oder wird hinter dem Rücken getuschelt und letztendlich immer nur irgendwie jemand mit Worten oder mit Gesten auch diskreditiert? Lasse ich als Führungskraft Empathie zu oder bin ich derjenige, der einfach nur rational die Dinge vorgibt, die zu tun sind? Wir besprechen den Produktionsplan, so und so viele Einheiten sind produziert und dann interessiert mich alles nicht mehr. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann gibt es eben entsprechendes Ärger. Also das ist eben auch ein wesentliches Thema. Wie kann ich Kontakt herstellen? Bleiben Sie also im Video. Auch dieses Thema Kontakt zum Mitarbeiter herstellen wird noch Teil dieses Videos sein. Zweiter großer Block nach dem Thema, was möchte ich als Führungskraft, was ist mein Mindset, was ist meine Selbstreflexion, ist letztendlich Einzelgespräche zu führen, in die Kommunikation einzusteigen mit den Mitarbeitern und da GoToGemba, das ist, kommt aus dem Japanischen, aus dem Lean Management, gehen Sie an den Ort des Geschehens. Das heißt, beordern Sie nicht Ihren Mitarbeiter zu einem Gespräch in Ihr Büro. Am besten noch ein großes Generaldirektorenbüro mit Glas- und Chromtisch, wo der Mitarbeiter verschüchtert gegenüber sitzt, was er jetzt wieder ausgefressen hat. Nein, gehen Sie durch Ihren Betrieb, schauen sich die Themen an, gehen Sie an die Arbeitsbänke, wirklich in die Werkbänke, schauen sich das an, machen Sie auch mal, fragen Sie, ob das alles richtig eingerichtet ist, ob Sie mal in eine Schublade reingucken dürfen und wenn Sie in der Werkbank 17, 13er Schlüssel drin liegen sehen, dann wissen Sie ganz genau, dass dieser Arbeitsplatz eben nicht ganz optimal eingerichtet ist, sondern müssen wir eben uns überlegen, wie können wir diesen Arbeitsplatz optimal gestalten, vom Licht her, vom Werkzeug her, von der Ausrichtung, von der Beleuchtung, dass wirklich bestmögliche Arbeit geleistet werden kann. Auch dafür gibt es entsprechende Anleitungen, zum Beispiel 5S ist so ein Thema, das werden wir auch noch mit aufgreifen, deswegen lohnt es sich auch diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie immer up to date bleiben, wenn wir diese Themen nochmal vertieft aufgreifen. Also, zum Arbeitsplatz gehen, zum Mitarbeiter gehen, das heißt auch Management by walking around, gehen Sie durch Ihren Betrieb mit offenen Augen und Ohren, reden Sie mit Ihrem Team und schauen Sie diese ganzen Sachen einfach mit an. Und vielleicht können Sie auch mal sagen, ich möchte es mal ausprobieren. Ich möchte mal diese Handgriffe, die der Mitarbeiter gerade ausführt, mal selbst machen, weil genau dadurch bekommen Sie ein Gefühl, ob etwas wirklich ergonomisch und effizient eingerichtet ist oder eben nicht. Stellen Sie Fragen und hören Sie dann vor allem gut zu, wenn die Antworten kommen. Und diese Fragen kann man auch hiermit bei dem Thema, wie baue ich Kontakt und Verbindung zu meinem Mitarbeiter auf, sind eigentlich immer so die gleichen und die sind sehr, sehr erkenntnisreich. Was lief denn wirklich gut? Auf was seid ihr stolz im Betrieb? Was lief gut? Was müssen wir noch weitermachen, weil es so gut lief? Was hat euch wirklich das Gefühl gegeben, das war wertvoll, dass wir das genau gemacht haben? Umgekehrte Frage natürlich genauso auch, was lief denn nicht gut? Wo haben wir Raum für Verbesserungen? Wo ist was mal in die Hose gegangen? Wo können wir einfach nur schauen, wo sind Fehler aufgetreten oder was ärgert einem auch wirklich, was muss denn entsprechend weg? Was sollte ich als Führungskraft wissen? Lassen Sie den Mitarbeiter auch wirklich mal reden und sagen Sie ihn, fragen Sie ihn aktiv, was sollte ich als Führungskraft wissen, was ich bisher vielleicht nicht weiß? Über bestimmte Konstellationen im Team zum Beispiel, gibt es bestimmte Empathien oder Antipathien auch zwischen Mitarbeitern, weil es bringt ja nichts, wenn sich zwei einfach aus dem Tod nicht ausstellen können und die setze ich dann gemeinsam in ein Büro an einen Schreibtisch vielleicht sogar noch.
das kann nicht gut funktionieren. Also was musste ich eigentlich wissen, damit ich auch entsprechend alles so einteilen kann, damit jeder seine bestmögliche Arbeit leisten kann. Und dann letzte Frage ist, wie sollte es denn sein? Da darf auch mal die Augen geschlossen werden, da darf auch mal der Wunschzettel kommen und sagen, freies Fantasieren, wie sollte es denn eingerichtet sein? Was wäre denn der perfekte Zustand in der Zukunft, damit es wirklich in einem Fluss, in einem Rutsch eine Leistungserbringung funktioniert, ohne dass es Rückfragen gibt, ohne dass es Stress gibt, ohne dass irgendwas mit Medienbrüchen ist, ohne dass man ständig irgendwas nacharbeiten muss oder was auch immer. Genau diese Themen fassen Sie zusammen. Am besten machen Sie sich da eine entsprechende Checkliste. Wir werden auch auf unserer Homepage eine solche Checkliste anbieten. Deswegen ist der Link unten mit im Beschreibungstext. Fassen Sie diese Checkliste zusammen als wirklich Problemparkplatz. Nehmen Sie die ganzen Informationen mit auf, was Sie gehört haben, was lief gut, was lief nicht gut, was sollte ich wissen oder wie sollte es denn sein. Beachten Sie bitte darauf auf den Datenschutz, dass entsprechend niemand persönlich angegriffen wird oder sich entsprechend benachteiligt fühlt, sondern schreiben Sie einfach objektiv auf, was Sie gehört haben und packen Sie diese Probleme sichtbar an einen Problemparkplatz im Team. Am besten so eine Metaplanwand, wo man sowas, oder eine Pinnwand, wo man sowas wirklich hinhängen kann, und sammeln Sie diese ganzen Probleme, die Sie im Laufe der vielen Gespräche mit Ihren Mitarbeitern wirklich hören, sichtbar aufhängen. Dann kann man nämlich als nächstes mit dem Team sich da vorstellen und sagen, hey, wir haben jetzt hier 55 Probleme. Welches eine von diesen Problemen ist euch jetzt das Wichtigste, was wir als nächstes angehen sollten? Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, Verantwortung ins Team geben. Das heißt, das Team kann entscheiden, welches von diesen Problemen angegangen wird, und wir können auch dann gemeinsam Lösungen entsprechend diskutieren. Aber, und jetzt ist wieder der Punkt mit dem Führungsstil, Sie geben keine Lösung vor, sondern Sie geben dem Team nur vor, Sie erwarten bis dann und dann Vorschläge, wie wir dieses Problem lösen könnten oder wie wir auch einfach ein Experiment durchführen, ob es denn besser wird. Manchmal lassen sich Probleme nicht sofort und vollständig lösen, aber es kann die Situation besser werden. Und diese Vorschläge soll das Team Ihnen zurückliefern, und dann kann darüber gemeinsam diskutiert werden. Und es wird auch irgendwann dann einen Punkt geben, wo Sie als Führungskraft eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung mag notwendig sein, sie mag unbeliebt sein, aber das Wichtigste ist, egal wie Sie sich entscheiden, Sie müssen die Gründe für eine Entscheidung grundlegend kommunizieren, verständlich kommunizieren. Zum Beispiel, Sie haben sich von einem bisher wertgeschätzten Lieferanten getrennt und haben jetzt einen neuen entsprechend kontrahiert, der Ihnen Zulieferteile liefert. Jetzt mag das auf sehr viel Unverständnis in Ihrem Team stoßen zum Beispiel. Dann sagen Sie, wir haben Kunden befragt über diese Bauteile. Wir hatten in der Montage so und so viele Fehlerteile einfach vorgefunden. Wir hatten so und solche Qualitätsschwierigkeiten. Wir hatten die und die Lieferschwierigkeiten. Wir hatten die und die Preisthemen. Wir haben Alternativen eingeholt. Und nach Evaluation eben von Pro und Contra dieser beiden Lieferanten haben wir uns für einen anderen entschieden. Und wenn Sie es auf diese Art und Weise, diese Dinge einfach kommunizieren, warum Sie eine Entscheidung wie getroffen haben, ist die Akzeptanz für diese Entscheidung einfach wesentlich höher. Das heißt eben, dieses miteinander reden und die Leute einbinden ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Solange Sie nur in Ihrem Generaldirektors- oder Geschäftsführerbüro sitzen und eine Entscheidung treffen und nur das Ergebnis am besten noch aushängen lassen, statt eben selbst drüber zu reden, dann wird das immer auf Widerstand und entsprechende Unverständnis irgendwo auch stoßen im Team. Nächster großer Punkt ist, nicht nur die Verantwortung ins Team geben, sondern Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, klare Prioritäten zu setzen und auch Prioritäten zu klären. Das bedeutet, wenn Dinge unklar sind, auch vielleicht für Sie selbst, weil Sie nur im mittleren Management zum Beispiel eines größeren Betriebes angesiedelt sind, und dann müssen Sie auch diese Prioritäten mit Ihrer Führungskraft besprechen, notfalls bis zur Eskalation zur Geschäftsführung oder eben dem Vorstand für eine klare Auftragsklärung. Diese Diskussionen werden leider gerade in größeren Betrieben vermieden. Und das ist einer der größten Übel, die es geben kann, wenn Aufträge einfach nicht wirklich klar sind, wo die Reise hingeht, was die entsprechenden Ziele sind. Wie sollen Sie denn mit Ihrem Team, und das ist ein weiterer wesentlicher Punkt, wirklich zu den Unternehmenszielen nachhaltig beitragen, wenn diese Ziele einfach unklar sind? Das heißt, diese Prioritätenklärung geht nur dann, wenn auch Ihre Ziele geklärt sind, die Sie mit Ihrem Team entsprechend zu erreichen haben. Ziele heißt dann eben auch
messbar im Sinne von, was ist der Output, wie oft muss sowas produziert werden, eine bestimmte Tätigkeit geleistet werden, ein Prozess durchlaufen werden. Da gibt es sehr, sehr schöne Prozessmetriken dazu. Wir haben drei mal uns ganz vertieft angeschaut, nämlich das Thema Volumen, Durchlaufzeit und Bearbeitungszeit. Wer sich das genau anschauen möchte, in unserem Video kann man selbst vertieft nochmal angucken, wie das am besten funktioniert. Ist meistens gar nicht so schwer, deswegen lohnt es sich wirklich, da mal reinzuschauen. Also, Ziele einfordern, Ziele klären und die Leistungen vor allem zu bewerten. Wenn Sie Ziele gesetzt haben und es wird irgendetwas gemacht und Sie im Nachgang die Leistung nicht bewerten, ob sie zu Ihrem Ziel passt, ja oder nein, dann haben Sie als Führungskraft wirklich ein relativ großes Problem. Denn wie wollen Sie denn dann auch wirklich fair und ehrlich und objektiv mit den Mitarbeitern sprechen über Dinge, die eben nicht gut funktioniert haben, wenn die Leistung nicht sinnvollerweise bewertet worden ist? Und das heißt eben nicht aus dem Bauch raus, hat mir jetzt nicht gefallen, sondern wenn eine klare Zielstellung gegeben ist, dann muss auch danach das Ergebnis an dieser Zielstellung entsprechend gemessen werden. Das heißt, diese Leistungen zu bewerten, ist also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt Ihrer Führungsaufgabe. Und wenn Sie das wirklich verinnerlichen, dann sind Sie da einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Vierter großer Punkt, erschaffe funktionierende Systeme und da hilft einfach Prozessmanagement gegen das tägliche Chaos im Unternehmen. Das ist eine etwas langwierige Geschichte, manchmal auch eine unbeliebte Geschichte, aber wenn Sie nicht anfangen, gemeinsam mit Ihrem Team die Abläufe zu klären, von wem bekomme ich welchen Input, was wird der Reihe nach von wem wie gemacht, um zum Schluss einen höherwertigen Output zu generieren, also eine Wertschöpfung zu erzielen, dann wird das Ganze einfach schwierig werden. Das heißt, die Ziele, die Sie kaskadiert aus den Unternehmenszielen im Schritt 3 wirklich mitbekommen haben, jetzt umzusetzen und zu übersetzen in eine funktionierende Prozesslandkarte und in funktionierende und gemessene Prozesse. Wie man eine Prozesslandkarte wirklich erstellt, auch dafür haben wir ein Video gemacht, wo wir das mal wirklich genauer aufgreifen. Es ist nicht so schwer, wie es immer ausschaut. Man muss es nur einfach mal anfangen zu tun. Und wenn man die erste Prozesslandkarte hat, den ersten Prozessdaten dazu, dann sieht man auch, welche Systeme eben nicht gut funktionieren, wo man vielleicht als Führungskraft auch mal genauer hinschauen muss und etwas kleinteiliger wirklich bis auf Aktivitätenebene runtergeht. Was passiert denn da eigentlich wirklich? Und damit sind wir auch bei dem Thema Feedback. Wenn ich mir diese Prozesse anschaue, dann kann ich die Frage stellen, warum hat denn irgendetwas so lange gedauert, wie es gedauert hat? Was sind denn da für Gründe? Aber nicht, weil der Mitarbeiter X oder die Mitarbeiterin Y zu langsam auf irgendeinen Knopf gedrückt hat, sondern weil dieser Prozess einfach noch nicht ideal gestaltet worden ist, weil es vielleicht Medienbrüche gibt, weil wir auf Dinge warten müssen von Vorlieferanten und so weiter. Und genau das ist dieses Thema mit Feedback, zu sagen, das funktioniert schon gut, da müssen wir noch dran arbeiten, wie können wir das denn hinbekommen? Und dann kommt dieses Feedback, also diese Rückmeldung über das Verhalten des Mitarbeiters, über das, wie er getan hat, was gestoppt worden ist zum Beispiel auch, oder welche Prozessdaten das es gibt, gepaart mit, bitte bring mir doch mal Lösungsvorschläge, wie könnten wir es denn besser machen? Du bist der Experte, nicht ich, ich bin nur dafür da, dass wir eben schauen, dass dieses System langsam mal das Rundlaufen anfängt, dass man da einfach diese Verantwortung auch wieder mit den Mitarbeitern schreibt und ihn wirklich wertschätzt. Und wenn Sie das aufgreifen, dann haben Sie da auch wirklich diese Führungsaufgabe wirklich einen ganz, ganz großen und deutlichen Schritt weitergebracht. Anderer Punkt noch, macht Platz für die anderen. Das ist auch so ein schöner Hinweis einfach. Delegieren Sie Aufgaben. Nicht alles muss über Ihren Schreibtisch laufen. Das ist im mittleren Management genauso wie wenn Sie Geschäftsführer des Unternehmens sind. Wenn Sie als Geschäftsführer notorisch keine Zeit haben, dann setzen Sie die falschen Prioritäten bzw. sind vielleicht im Bereich des Mikromanagements unterwegs. Mikromanagement ist so ziemlich das Übelste, was man machen kann. Deswegen delegieren Sie Aufgaben und wir nehmen dieses Thema Mikromanagement wirklich auch nochmal ganz detailliert in einem Video auf. Deswegen abonnieren Sie den Kanal, damit Sie da wirklich up-to-date bleiben, während dieses Video erscheint. Das wird in den nächsten Wochen dann sein. Also, macht Platz für die anderen, delegiert Aufgaben, aber kombiniert eben mit einer ganz klaren Zielstellung, damit die Erwartungen wirklich klar sind. Was erwarten Sie als Ergebnis, wenn Sie eine Aufgabe delegieren, und sagen Sie auch letztendlich, wann diese Leistung, die da abgeliefert wird, auch wirklich überprüft wird. Das gemeinsame Zusammenspiel aus Leistungsüberprüfung, Zielstellung und mit den Leuten offen reden im Sinne von Feedback, das sind die Schlüssel wirklich zu einem viel, viel besseren Betriebsklima. Denn wenn dann diese Ziele auch erreicht worden sind, dann gibt es auch einen Grund zum Feiern, und das
sollten sie auch wirklich ernst nehmen, dass sie auch solche Erfolge wirklich wahrnehmen und mit ihrem Team diese Erfolge auch wirklich zelebrieren. Ob sie mal zum Essen gehen, gemeinsam Mittag in die Kantine zum Beispiel, oder ob sie eben sich mal zu einer Abendveranstaltung treffen oder wie auch immer, das sei dann jedem selbst überlassen, aber auf jeden Fall gemeinsam als Team sagen, hey, wir haben das hingekriegt. Keiner hätte es gedacht, dass wir eben x-tausend Produkte eben fertigen können in der entsprechenden Zeit. Wir haben es geschafft. Und das schweißt unwahrscheinlich zusammen. Und das ist dann auch der Punkt einfach, wo Sie als Führungskraft sich sicher sein können, dass die Mannschaft hinter Ihnen steht. Ganz wichtiger letzter Bonuspunkt noch, wenn Sie Führungskraft sind und wirklich sich ins Thema Leadership tatsächlich entwickeln wollen, dann müssen Sie schauen, dass Sie vorangehen und genau diese Dinge vorleben. Das heißt, wenn Sie feststellen, dass Ihre Ziele, die Sie von Ihrer eigenen Führungskraft bekommen haben, unklar sind, dann müssen Sie diese Ziele klären, weil nur dann, wenn das geklärt worden ist, können Sie es auch weitergeben. Und dann können Sie es auch nur sinnvollerweise auf andere Schultern mit verteilen, dass das Team aus Spezialisten, die meistens hervorragende Fachkräfte sind, wirklich für Sie und für das Ziel und für den höheren Unternehmenssinn tatsächlich arbeiten. Soweit von mir, diese vier Schritte entsprechend beachten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich für Ihr Zuschauen. Nochmal abonnieren, Daumen hoch, wenn Sie das gehört haben. Ihr Axel Schröder.